Aloha, liebes Tagebuch. Heute bin ich mal wieder wie ein Ochs von A nach B gerannt. Natürlich ohne jeglichen Plan. Doch unterwegs hatte ich eine spannende Sidequest, bei der ich einem alten Mütterchen die Einkäufe nach Hause getragen habe. Zur Belohnung schenkte sie mir einen Apfel. Was ein Abenteuer. Und dann... Tingler, was machst du da in meinem Tagebuch? Ich habe nur nachgeschaut, ob sich die Seiten nicht verstimmt haben. Ich gehe dann mal. Mach den Parapappelstück, den Bogen mit einem Fallschießkindern in den Kopf. Oblivion Tagebuch, stich schnell zu. Und noch einmal, ich tanz den Parapa, meine Freude ja. Krepier! Mach den Marborell-Rasier dir einen Ehrenkranz. Schenk mir dann ein Pferd, tanz den Marborell, lieg dann rum. Wie eine Leiche, stirb wie Marborell, welch Tragödie. Tag 9. Im Dorf der verdammten Katzen. Ah, helft mir! Diese Verrückte hat die Büste der Indaris gestohlen! Puh! Ein Hoch auf die Staatsgewalt. Aloha, liebes Tagebuch. Vor kurzem erhielt ich einen neuen Auftrag von Armand Christophe, meinem Kontaktmann in der Diebesgilde. Ich sollte aus dem Mausoleum einer Kapelle die Büste irgend so einer toten Adligen klauen. War auch alles kein Problem. Zumindest bis ich beim Rausgehen von einer Angestellten der Kirche ertappt wurde und mein Heil in der Flucht suchte. Naja, und die Wachleute draußen waren ja noch nie für ihren Scharfsinn bekannt und ermöglichten mir so die Flucht. Dafür zahlt man doch gern mal Steuern. Natürlich zahle ich keine Steuern. Aber weißt du was? Das war nur das laue Vorgeplänkel. Denn als ich ins Hafenviertel zurückkehrte, war es überlaufen von Stadtwachen. Sie eilten wie aufgescheuchte Hühner umher. Vielleicht spielten sie auch Verstecken und haben das Prinzip dabei noch nicht so ganz verstanden. Ah, da war ihr Anführer. Ein Ritter namens Hieronymus Lex. Na, wenn das nicht mal heroisch und lächerlich zugleich klingt. Aber von dem Affen hatte ich schon gehört. Er ist wohl der Oberstreber unter den wachhabenden Hauptmännern, der es sich auf die Fahne schrieb, die Diebesgilde zu zerschlagen. Naja, whatever, meinetwegen. Aber so konnte ich doch die Büste der toten Gräfin gar nicht bei Armand abliefern. Vielleicht könnte ich sie an ein paar Kinder zum Anmalen verscherbeln. Oder irgendwer braucht einen tollen Marmortürstopper. Hey, da ist doch dieses Elfenmädchen von vorgestern. Sie bat mich darum, den ollen Lex von Armand abzulenken, indem ich einfach ein geringeres Gildenmitglied an Captain Hieronymus ausliefere. Gute Idee, und an wen hast du da gedacht? Mavrina Arano. Wow, das war mal overacted. Aber der Name sagt mir irgendwas. Ach, egal, wird wohl nur sein Gefühl sein. Bin dann also bei der Kollegin eingestiegen und habe ihr diese nette Büste ins Regal gestellt. Endlich war ich das schwere Ding los, hatte meine Hosentasche schon ganz ausgebeult. Herr Lex, die Mavrina Arano hat mir gerade die Zunge rausgestreckt. Und außerdem hat sie eine wertvolle Büste geklaut. Jetzt, wo ich einmal dabei bin? Sie hat außerdem das Schloss Brumar ausgeplündert, die Roxy-Herberge überfallen und sie ist der gefangene Dunkelelf, der letztens aus dem kaiserlichen Gefängnis entkam. Also können Sie jetzt diese Fälle ruhig zu den Akten legen und da nicht mehr weiter nachforschen, oder? Ja. Och, nix zu danken. Ich tu nur meine Bürgerpflicht. Als Armand wieder auftauchte, dankte er mir für die Hilfe und entschädigte mich für mein geopfertes Diebesgut. Zudem wurde ich befördert, um Myvrinas freien Posten auszufüllen. Ich verleihe euch zudem den Rang eines Banditen. Ui, na das ist ja mal ein toller Aufstieg. Wird sich prächtig machen bei der nächsten Bewerbung in meinem Lebenslauf. Vielen Dank, du Blödmann. Welcher Rang kommt denn als nächstes auf der Karriereleiter? Schmieresteher oder Hütchenspieler? Da kam mir der Tapetenwechsel gerade recht, denn Armand meinte, dass Leute meines hohen Ranges ihre Aufträge bei Scriva in Bravil erhalten würden. Also drehte ich der Kaiserstadt erneut den Rücken zu und begann die Wanderung gen Süden. Werbung. Du hast alle Staffeln von Big Brother gesehen und bist daher auf dem geistigen Stand eines studierten Goombas? Dann haben wir für dich nun die nächste Sensation. Big Bossman. Werde Zeuge des einmaligsten TV-Events dieses Zeitalters und sieh zum tausendsten Mal, wie sich ein paar fremde Idioten gegenseitig bewerten. Beobachte es von unserer gecheateten Freecam, während dir diese Waldelfen all ihre Geheimnisse offenbaren. Also dann könnt ihr Mann den Kuckuck gar nicht sehen, den ich Ihnen auf den Hintern klebe. Und das wollten Sie doch. Das mag schon sein, aber mir ist nicht klar, wie durch einen Kuckuck auf meinem Po die Schulden verschwinden.
Big Bosma, damit Voyeurismus bequem und sicher bleibt. Später am Tag durchschritt ich die Tore von Braville und sogleich schlug mir ein fauliger Geruch entgegen. Ich hatte völlig vergessen, dass diese Ansammlung von Holzhütten als die dreckigste und heruntergekommenste Stadt in ganz Cyrodiil gilt. Wo könnte nun meine Kontaktperson sein? Ich fragte mal rum. Ah, da war ein Dunmer-Kollege. Kannst du mir etwas über eine Frau namens Skriva erzählen? Alt, abgenutzt und böse. Nass, verwundet und wild. So leer wie der östliche Horizont. Abenddämmerung über den Nebel. Ernst und schmerzvoll wie ein Grab. Okay. Keine Ahnung, wo du diese ganzen Infos her hast, aber gut zu wissen, dass ich es mit einer nassforschen Person zu tun kriege. In der örtlichen Schenke fand ich sie dann auch. Sie war eine Khajiit. Glücklicherweise hatte ich etwas Baldrian bei mir, um sie wohlzustimmen. Also, gute Frau, was kann ich denn tun? Ein Straßendiebstahl der Witwe Adagi, einen Ring, der ihr sehr am Herzen liegt. Die Gilde missbilligt freiberufliche Diebe. Seid ihr willens, euch nach Leyawin zu begeben, den Ring zu finden und ihn Adagi zurückzubringen? Nein, natürlich nicht. Leyawin ist voll weit weg. Hey, was machst du da? Ich will nicht! Och man, heute komme ich aber echt weit rum. Was soll's, diese Müllkippe von einer Stadt zu verlassen hat natürlich was für sich. Beim Rausgehen verwandelte sich übrigens noch ein Gast, also Zeit zum Kämpfen. Wenn auch nur kurz. Ja? Und, was gibt's sonst so Neues? Naja, ich reiste dann mal weiter nach Leyawin, doch unterwegs... Drei Bretonen mitten im Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich, was zur Hölle? Katzen! Hier ist ja alles voller Katzen! Oh, und die eine hat eine Kapuze auf! Oh, ist das knuffig! Oh, was bist du für eine süße kleine Miezitatze? Oh, komm, erzähl dem Katzenpapaparaba mal was! Seid ihr so etwas wie ein Gelehrter? Ja, natürlich. Ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Mein Ur-Ur-Urgroßvater Xara sagt eine Zeit voraus, zu der die Götter uns drei Zeichen schicken würden, die das Ende der Welt ankündigen. Ein heiliger Prophet aus der Familie der Felide? Sind wir hier in Ägypten, oder was? Dies sind die Zeichen, die vorausgesagt wurden. Als erstes wird es eine Ungezieferplage geben. Es heißt, dass es in unserer Stadt von Krankheiten übertragenden Kreaturen nur so wimmeln wird. Ratten, vermute ich. Fürchterliche kleine Biester. Ich habe immer etwas Rattengift zu Hause. Für den Fall, dass ich eines dieser kleinen Scheusale bei mir sehe. Du bist ein Kater. Warum fängst du die Ratten nicht einfach, du Faulpelz? Pelz. Weil er ein Kater ist und so. Ja, schon gut. Dann folgt eine schreckliche Hungersnot. Es heißt, dass unser Vieh auf den Weiden tot umfallen wird. Einfach so. Ohne Grund. Wir haben nur die 6 Schafe auf unserer Weide und wir kümmern uns gut um sie. Wie 6 Schafe ein ganzes Dorf voller Raubtiermenschen auf lange Sicht sättigen sollen, verstehe ich zwar nicht ganz, aber okay. Und das dritte Zeichen? Eine schreckliche Seuche. Ich will nicht darüber reden, nicht mit einem Außenstehenden. Wenn ihr bleiben wollt, solltet ihr euch ein Zimmer in der Grenzburgherberge nehmen. Wir haben nicht viele Besucher, aber bei Stasa gibt es ein leckeres Bier. Bei ihr gibt es auch die beste Käseauswahl im ganzen Kaiserreich. Ihr Käse hat ein derart kräftiges Aroma, dass sie ihn verschlossen in einer Kiste aufbewahrt. Sollte ich diesen mehr als deutlichen Hinweis auf mein nächstes, hallo Schaf, auf mein nächstes Vorgehen nicht besser ignorieren? Andererseits, wenn ich die Prophezeiung erfülle, dann könnte ich zu Messias der Katzenmenschen werden, zu ihrer Jesusfigur. Was macht die Jungferkatze? Schläft sie oder wacht sie? Nun ja, ich mag zwar kein Fuchs mit 9 Schwänzen sein, aber ich komme trotzdem mal ins Haus. Und klaue nebenbei mal diesen Kastenkäse hier. Zeit für ein romantisches Fondue bei Regen. Und da kommen auch schon die ersten Gäste. Es ist soweit! Wir sind verloren! Dem Untergang geweiht! Lauft, Fremder! Verschwindet! Jojo, wird schon so sein. Ich leih mir mal dein Rattengift. Zeit für die heutige Fütterung, mein Schäfchen. So, aber was mache ich jetzt? Ich meine, ich bin ein großer Held. Ich rette Katzen von Bäumen und sowas. Wie soll ich jetzt die Apokalypse heraufbeschwören? Zu schade, dass du keine Freunde unter den Dedra hast, die du fragen könntest, nicht wahr? Oh, du bist es. Wie kommst du denn hier hin? Ach, meine Statue steht etwas hinter dem Dorf. Aber sag mal, was treibst du da eigentlich wieder? Ich erfülle mal wieder irgendwelche Prophezeiungen. Das scheint mir in letzter Zeit häufiger zu passieren. Könntest du bitte das Ende der Welt einläuten? Das würde mir sehr helfen.
Na, mal sehen, was sich da machen lässt. Also für eine 6 Meter große Statue hast du ein ziemliches Talent dafür, plötzlich in den entlegensten Gegenden aufzutauchen. Wie machst du das eigentlich? Ich kann nichts dafür. Man steht ohne Schlimmes zu einem auf so einem Sockel und plötzlich taucht da so ein Elfenkind im grünen Kleid auf und fuchtelt mit einem Kopierstab herum. Ehe ich mich versah, wurde ich dazu gezwungen, mich auf einen Schalter zu stellen. Ja, das ist wirklich ein Jammer. Irgendwie. Ich bin dann mal weg. Genau. Beeil dich mal etwas, besonders jetzt, wo du aufgestiegen bist und Mifrinas Platz eingenommen hast. Ja, das stimmt schon. Einen Moment mal, woher weißt du das? Ach, naja, die Spatzen pfeifen es quasi von den Dächern. Es gibt auf Tamriel keine Spatzen. Und jetzt fällt es mir wieder ein, ich bin Mifrina früher schon einmal begegnet. Nimm dies, es ist von einem Freund. Ich dachte damals, dieser Freund wäre der Graufuchs, aber nein, das warst du. Du hast mich in das Schloss geschickt. Du hast dafür gesorgt, dass mich Mivrina in die Diebesgilde bringt und wahrscheinlich hast du auch Hauptmann Lex auf die Spur von Amon Christoph gebracht, damit ich in der Gilde aufsteige. So wie du das erzählst, klingt das viel manipulativer, als du es wissen solltest. Bist du jetzt bockig? Nö, nicht wirklich. Aber was hast du bitte mit der Diebesgilde zu schaffen? Nun ja, es gibt da etwas, das ich haben will, aber das soll jetzt noch nicht deine Sorge sein. Hier, nimm so lange diesen Stab. Sein Name ist Baba Yak. Ich bin sicher, eines Tages wird er dir gute Dienste erweisen. Du willst mich damit nur von der Manipulationssache ablenken, oder? Ja. Okay, hat geklappt. Spät an diesem Tag erreichte ich die Stadt Leyavin, die südlichste in ganz Cyrodiil, nahe der Grenze zu Schwarzmarsch und Elsewhere. Darum besteht ein Großteil der Bevölkerung aus Argonian und Khajiit, was, soweit ich gehört habe, hier schon des Öfteren zu Rassenkonflikten geführt habe. Und die herrschende Familie selbst sei nicht gerade aufgeschlossen gegenüber den Tiermenschen. Aber was soll's, ich bin Dunmar und sehe daher sowieso auf alle anderen herab. Bevor ich meinen Auftrag erledigte, wollte ich noch ein wenig die einheimische Küche probieren. Was wäre da so die Empfehlung? Rattenragout mit paniertem Hirschpenis. Igitt, paniert? Das macht doch dick. Nach einem kräftigen Mahl voller Wildtiergenitalien machte ich mich auf den Weg zu Adachi, meiner Auftraggeberin. Die Mission hörte sich erstmal simpel an. Ein argonischer Dieb hatte ihr einen wertvollen Ring gestohlen, wurde dann aber von der Stadtwache eingassiert und nun weiß keiner so richtig, was aus dem Schmuckstück wurde. Es blieb nur nichts anderes übrig, als gewaltsam das Schloss zu erobern. Und mit gewaltsam erobern meine ich höflich anklopfen und um Einlass bitten. Kerkermeister Larry war auch kein Hindernis nach 20 Goldmünzen und hinter Gitter fand ich meinen Freund die Echse. Amusai, so sein Name kannte ich übrigens schon. Er war einer der Nebenbuhler bei der Aufnahme in die Diebesgilde. Aber ich habe ihn damals problemlos ausgestochen, wie ein Weihnachtsplätzchen vom Backblech der Gerechtigkeit. Also, erzähl mir mal was über den Ring. Warum sollte ich euch sagen, wo er ist? Hier sitze ich im Kerker von Leyavin, während ihr frei seid. Was werdet ihr für Amusai tun, wenn ich es euch erzähle? Ich könnte zur Scamba laufen und etwas Grog besorgen, mit dem ich das Schloss wegätzen könnte. Er zeigte sich einverstanden und eröffnete mir, dass der Ring bereits von Adachi selbst gestohlen war und ursprünglich der Gräfin von Leyavin gehörte. Amusai, nicht besonders helle, wie sich zeigt, versuchte den Ring der Gräfin zurückzuverkaufen, wurde aber einfach ins Gefängnis geworfen und sie behielt ihr Eigentum einfach unverschämterweise. Außerdem war sie später zunächst wenig auskunftsbereit. Ich antworte nicht auf Fragen nach königlichen Juwelen von Pöbel, wie ihr es seid. Aber hey, wozu hatten wir Charisma-Zauber in der Schule? Ein paar grüne Wölkchen später fraß sie mir aus der Hand. Ja, nach all diesen Jahren habe ich endlich meinen Ring zurückbekommen. Ich trage ihn nun andauernd. Natürlich nicht, wenn ich schlafe. Schließlich bin ich eine echte Dame. Na bitte, es geht doch. Was so ein Hypnosezauber bei jungen Frauen bewirken kann, wusste ich ja schon aus dem einen oder anderen Gehölz. Man nennt mich in manchen Gegenden nicht umsonst Parapa. Oder was sagst du, Hofschranze, dazu? Es ist gefährlich, darüber zu sprechen. Wir könnten gehört werden. Irgendwo im Keller gibt es einen Geheimgang, der zu den Privatgemächern der Gräfin führt. Dort ist die Folterkammer. Oho, die Gräfin hat was fürs Foltern übrig. Es ist schön, wenn man gemeinsame Hobbys findet. Von der Folterkammer selbst war ich aber ein wenig enttäuscht. Lediglich ein Holztisch voller Blut und ein paar Messer. Ist mir zu harmlos. Keine Sägen, keine Pfähle, keine Schandmasken, keine Adam Sandler-Filme. Hier wartete ich dann, bis es Nacht wurde, schlich mich in die Gemächer der Gräfin, knackte das Nachttischchen, stahl das Ringlein und die Moral von der Geschichte, versuche nie jemandem sein Eigentum wiederzugeben oder du endest in der Folterkammer.
Käfer. Käfer überall. Überall schöne, leckere Käfer. Keine Zeit für euch. Sprecht mit Rabel. Er mag die Käfer nicht. Nicht einmal mit Met.